Und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zum Let's Play von Just Cause 3 Granate los. Sehr schön. So, obligatorische Granate wieder geschmissen. Jetzt geht's erstmal wieder los. Karte rufen wir mal auf. Und zwar, wir haben jetzt hier diese Insel eigentlich schon fast alles für uns. Ich denke mal, hier unten ist auch so eine ganz kleine Basis. Wobei ich nicht verstehe, hier steht immer noch in Rot Sirocco Nord und Süd, aber Barriere, das haben wir zum Beispiel schon freigeschaltet. Und ich habe so eine Befürchtung, dass mitunter hier eventuell noch eine ist und hier. Ich kann mich natürlich täuschen, aber da hier auf der Insel auch was war. Ah, seht ihr? Das gehört hier alles noch dahin. Bis hier hinten. Sirocco Nord und Sirocco Süd, sag ich doch, die Insel gehört da mit dazu. Wir können uns gerne mal kurz hier nochmal umgucken. Ich würde gerne einen Wegpunkt setzen, danke. So, Wegpunkt führt dorthin. Das ist diese große Satellitenschüsselbasisstation. Dingens, Kirchens. Da müssen wir hin. Es sind 2 Kilometer. Also wir brauchen nicht unbedingt ein Heli, schrapp, schrapp. Wir können auch ganz gerne dabei so hingleiten. Wie wir sehen, wir kommen auch ganz gut voran. Ja, auf jeden Fall. Außerdem ist das Wetter gerade so schön. Da kann man auch mal ein bisschen gleiten. Oh, das geht aber richtig schnell damit. Also ich finde, wir sollten öfters den Wingsuit benutzen für solche Sachen. Jemand 2 Minuten 13 den benutzt. Ich finde so, ey, das macht wirklich Laune. Ansiedlung entdeckt. Im Visier der Obrigkeit. Na ja, dann begrafft mich mal. Bring alles mit, was du hast. Kampfgebiet. Wir sind im Kampfgebiet. Und ich glaube, hier ist gar kein Schwein. Das heißt, wir könnten das hier alles sprengen. Also hier, das ist alleine das Ziel, das können wir wohl nicht sprengen. Was haltet ihr davon? Also entweder haben die uns schon gesehen oder nicht. Deswegen kommen die gleich wahrscheinlich oder auch nicht. Wie viel Raketenwerfermunition haben wir überhaupt noch? 1 von 5. Oh, das ist eine Menge. Oh, wir können den großen Mast hochjagen. Ey Leute, wisst ihr, was das für eine Explosion geben wird? Okay. Ich habe eine richtig geile Idee. Hier haben wir... Ach, nee, jetzt ehrlich? Ach so, das ist so ein Flakgeschütz. Ach so, ich dachte jetzt schon. Also wir sehen hier viele größere. Was machen wir am besten damit? Zerstören ist klar, aber wie? Manchmal ist die Frage ja nur, wie zerstört man am besten sowas? Meine Maustaste. Ich glaube, meine Maus gibt so langsam wirklich auf. Nein, die will meine Maus aber nicht weggeben. Ich finde meine Maus eigentlich immer ganz toll. Ja. Meine Maus gibt ihren Geist auf. Muss ich mal kurz meine Einstellung ändern. Und zwar Grafikton, Gameplay. Na, wo warst du denn? Wo warst du? Oder vielleicht war es auch einfach nur zu weit weg. Nö, Quatsch, war einfach nur zu weit weg. Ja. Aber wieso hat es mir dann angezeigt? Versteht ihr, was ich meine? Okay, cool. Na, dann klappt's ja. Ach, wisst ihr was? Oh, da ist sie. Ey, sag mal. Der schießt ja genauso wie die Sturmtruppen von Star Wars. Ich denke mal. Ach so, ich dachte man kann da jetzt schon so. Ich dachte, ich habe das ausgewählt. Wow, 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 wow. Jawoll, der stürzt ein.
Wo denn? Hey? Hallo? Wer hat da auf mich gerade geschossen? Hier schießen Leute auf mich, die kenne ich gar nicht. Ich sehe keinen Typen hier gerade. Hier ist ein Heli. Hier ist ein Heli. Ich würde mal sagen, die Haupt... Einer braucht da auf jeden Fall hin. Ein zweiter auch. Der Turm brennt. Da braucht man nicht mehr aufschießen. Vielleicht haben wir Glück unterstützt, einmal mal hier reinschießen. Wuhu! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Ich wollte gerade mal so eine geile Aktion machen. Das hat leider nicht geklappt. Ah! Eins, zwei, drei. Weg, ran, hoch. Piep, piep. Der stürzt jetzt hier ein. Fliegt er vielleicht sogar zu uns rüber? Oh, da schießt jemand auf mich. Oh, wo sind denn nachher alle? Alter, ihr stört mich hier bei meinem Vorhaben. Ich möchte doch nur ein bisschen die Basis hier einnehmen. Die Lache. Oh, das kann ja wehtun. Schnell weg. Schnell weg hier. Ah. Hä? Warte mal, ist die Steuerung wieder invertiert? So, wir haben hier... Oh, guck mal, wie viel wir noch davon übrig haben. Das ist ja mega übel. Was? Von wo? Von wo? Von wo? Von wo? Hä? Von dem Flakgeschütz hier, oder? Ja. Von dem Flakgeschütz hier. Der Sack hat mich mit dem Flakgeschütz abgeschossen. Ja, das kann ich auch, kein Problem. Leute, ey, was ihr könnt, das kann ich auch. Ah, sie gibt nach. Oh, sie wankt. Hä, wieso? Jetzt kann ich nicht mehr so hochziehen? Na? Ich kann nicht mal so hochziehen, scheiße. Aber hier haben wir noch einen Heli-Schrapp-Schrapp. Benutzen wir den einfach mal. Ja, damit können wir unsere Zerstörungswut walten lassen. Ich find's immer noch krass hier. Ach so, nee, das war doch nicht so gut. Das war doch nicht so gut. Nee, 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 nee. Oh nein, oh fuck you. Mann. Das gibt es doch nicht. Hallo, ich würde gerne hier hoch. Na so. Bleib unten. Oh, ey, das ist ein richtiger Headshot. Volltreffer. Wir haben ja, ey, hier haben wir noch eine Menge zu erledigen. Oh, kommen die alle her? Die sneaken hier garantiert irgendwie hoch. Meter. Alter Falter. Dass man die so weit schleudern kann, das ist heftig. Ich muss mal kurz, achso, da hinten gibt es auch noch Sachen. Hier gibt es überall irgendwelche Sachen zu machen. Vielleicht reicht die Granate bis dorthin. Wow, was für ein Präzisionswurf wieder mal hier.
So, jetzt wählen wir aber unsere... Perfekt. Oh, oh. Was? Wieso zu weit entfernt? Hallo? So. Und noch einen. Wir lassen jetzt los. Ein Benzintag weniger, ein Problem weniger. Oh. Aber ist schon heftig, dass man hier so eine fetten Dinger hochjagen kann. Das hat mir so ein bisschen im zweiten Teil so ein bisschen gefehlt, dass man einfach nicht alles machen konnte, was man wollte, so richtig. Also, hier hat man irgendwie das Gefühl, hier hat man viel, viel mehr Action als wie im vorigen Teil. Achtung! Luftangriff steht bevor. Luftangriff? Das wollen wir doch mal sehen. Oh, was? Ich bin doch schon raus. Wow! Alter, der hat mich zwischen eine Kufe eingequetscht. Was passiert hier nur? Passiert gerade alles, nur nicht das, was es soll. Heilige Scheiße. Das müsste reichen. Nein, das reicht nicht. Wir brauchen mehr. I find the music etwas too loud. Deswegen, ich mache das jetzt ein wenig leiser. Ich denke mal, das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Ja, macht zwar keinen Unterschied, aber trotzdem. Ja, stimmt ja, wir haben ja mehr von denen jetzt. Ah, stimmt. Das habe ich ja fast vergessen. Okay, der lebt noch. Verdammt. Deine Verstärkung kommt. Ist der Weg frei? Welche Verstärkung? Sauberer Schuss. Ich habe keine Verstärkung angefordert. Ach ja, die große noch. Oha, die große, das wird geil. Wie wär's, wenn wir direkt reingehen? Alter, ich kann mich nicht mehr bewegen hier. Alter! Hallo. Ey, lass mich doch mal jetzt hier ran. Jo. Wie kommen wir jetzt am besten da hoch? Wisst ihr das? Ja. Sag mal, kipp ich die gerade mit meinem Gewicht? Oh, wir sind oben drauf. Wir sind hier oben drauf. Also das heißt, wir platzieren jetzt einfach mal eine hier hin. Und los geht's. Ist das geil. Also sowas hat mir wirklich im zweiten Teil sehr, sehr gefehlt. Deswegen ist das jetzt hier im dritten Teil gerade so krass. Also man hat hier mehr Sachen zu machen als wie im vorigen. Und das Blöde war, man muss nicht so eine kleine Kästchen suchen überall. Sondern man kann einfach jetzt hier rumfliegen, rumfahren und machen, tun, wie man will. Ich würde vorschlagen, wo ist überhaupt unsere Hauptbasis? Wisst ihr das? Ich glaube, das ist in die Richtung unten. Aber hier ist die Basis. Ja, genau hier. Genau da. Genau da wollte ich hin.
und runter mit mir. Juhu! Oh, ist das geil, das sah so fett aus. Wo müssen wir als nächstes hin? Oh, wir müssen hier hin. Oder auch nicht. Oh, der zieht nicht mehr hoch. Der zieht nicht mehr hoch. Was ist mit dem? Wir schicken einen Helikopter ins Zielgebiet. Wir schicken Verstärkung zu eurer Position. Meist gesucht auf Medici. Krass, der eine hat über 5 Minuten. Ja, ich weiß, das ist ein Kampfgebiet. Das hat immer so ein Kampfgebiet an sich. Was? Was ist denn hier los? Hä? Nein. Ich bin doch nach oben gegangen zu dir. Ich kann keinen Helikopter mehr kapern? Seit wann geht denn das nicht mehr? Oh nein. Oh. Seit wann kann ich dann keinen Helikopter mehr holen? Das sieht jetzt... Achso, das Ding ist wieder... Ach, das Ding ist wieder ganz... Na, aber klar. Ich würde mal sagen, wir machen das jetzt so ganz stealth-mäßig. Wir schauen uns mal ganz kurz an auf der Karte, wo hier dann noch Sachen sind. Also hier vorne rechts und links sind wohl noch so eine Popan-Dinger. Halten R-Waffe wegstecken, damit wir keinen Aufsehen erregen. Aber wir holen unsere Mine raus. So, ihr seid beide Geschwister. Uns liegen Berichte über Kampfhandlungen. Beide Einheiten hierher. Oh, danke, dass er schon mal für uns das hier so aufgemacht hat, so netterweise. Ja, danke schön. Ja, ich weiß. Ach, leck mich doch. Was ist los? Spring raus, Alter! Spring raus! Was ist denn immer nur los mit dem ganzen Heli-Scheiß? Scheiß-Reiß. Kann ich die nicht auch irgendwie auf meine Seite bringen? Ich glaube schon, oder? Jawohl. Na doch! Ach was! Ach, es funktioniert doch? Na, das ist ja nice. Sag ich doch, dass es dann für uns kämpft. Brauche ich mir nur noch irgendwie so eine kleine Angriffsdrohne, die für uns wäre. Ich glaube, das Tor, das bringt auch was, oder? So ein bisschen jedenfalls. Wenn wir das Tor aufmachen. Und dann könnte Verstärkung kommen. Ne, das ist mir hier gerade ein bisschen zu viel. War doch irgendwo gerade noch was? Hey, ich glaube, da kommt unsere Verstärkung. Jawohl, ist doch unsere Verstärkung, oder? Nee, sah doch... Die verarschen mich alle. Nein! Machen wir das halt so. Aber das wird ihm jetzt bumsen hier.
Und je klarer das wird, um desto besser ist es ja, haben die ja gesagt. Und jetzt sind alle Sachen hier nur noch irgendwo in der Mitte. Ah, ich sehe schon. Die erste. Und zwar hier oben. Na, hier machen wir auch mal lieber eine ran. Ja, dann bricht der Turm zusammen und dieses kleine Schüsselchen hier. Ey, der springt ja wie ein Flummi. Kann man mit dem auch spielen? Garantiert, oder? Ja, man kann mit dem Flummi spielen. Oh, das ist so sarkastisch manchmal, das Spiel. Also nicht sarkastisch, aber es ist böse. Es ist einfach bösartig. Man kann so viele böse Sachen damit machen. Wer schießt hier auf mich? Ach, die Flak wieder hier, ne? Na, aber sicherlich doch. Nicht mit mir diesmal, ey. Da waren Waffen. Achso, ja, genau. Diese komische benutzen. Auf der Rückseite, glaube ich, gab es auch noch ein paar. Aber mit der kann man sich leider nicht bewegen. Schade. Das macht mir aber gerade nichts, denn ich... nein, wisst ihr was? Ich mache es sogar noch besser. Und zwar, wir fliegen hoch, setzen die Granaten genauso ran, wie sie es müssen. Und zwar direkt am Gelenk. Einer muss hier ran. Einer muss da ran. Einer kommt. Habe ich sie gesetzt? Jawohl, habe ich. Es ist doch eine. Und die kommt hier ran. Damit sollte die Radarschüssel endgültig den Geist aufgeben. Jawohl, hat geklappt. Okay, was ist denn überhaupt noch offen? Ein Transformator und ein Energieding. Sollte aber wohl alles hier sein irgendwo. Au. Ich denke mal hier oben dann irgendwo. Da oben hier. Ja, da müssen die irgendwo sein. Richtig? Ich bin hier unten gelandet. Nein! Ich guck's mir nochmal schnell an. Also genau jetzt über uns oder unter uns. Je nachdem, aber unter mir war ja nichts mehr. Das ist ja auch so blöde verwinkelt. Also dann verläuft man sich. Oh mein! Er hatte keine Chance. So sieht's aus. Mich beschwichtigt das Gefühl, dass hier nichts mehr ist. Wo es mir angesagt wird, hier sollen Sachen sein. Sei denn, hier oben sind Sachen. Laut Karte? Sollten die Sachen jetzt unter mir sein? Ja, dann nehmen wir halt einen Heli. Oder habt ihr so einen scheiß fucking Transformator gesehen? Also ich nicht. Ja, achso, von hinten. Das geht besser als
mit dem Kleidermüde. Okay, jetzt gehen wir mal auf die Suche nach diesen Scheißdingern. Ich habe davon noch keinen gesehen. Oh, ist der geflogen, der Typ. Was? Von wo? Ey, das war schon wieder so typisch. Wie viele gibt es denn davon noch? Wenn man sich einmal jetzt so ein Ding krallen. Au. Schauen wir uns das nochmal an. Das soll jetzt hier in der Mitte sein, oder? Ja. Oder ist das sogar vielleicht wieder im Berg, ey? Wenn es wieder im Berg ist, dann fress ich einen Besen. Mit Stiel. Ja, das scheint mir so. Weißt du, ich halte mich an der Laterne fest? Ich habe ihn erwischt. Feuerzeug. Ich beschwichtige immer noch das Gefühl, dass es hier durchgeht. Irgendwo. Irgendwo rein. Hier muss es doch irgendwo reingehen. Hier war ich gerade. Wollte Spießrouten laufen. Und laut Anzeige über mir. Aber es kommt noch rein. Manometer, nee, hier. Also manchmal ist das wirklich sehr, sehr herzzerreißend. Ich kann es einfach nicht. Ich kann es einfach immer noch nicht. Was fehlt denn noch? So ein komischer Gastank, oder? Ja, so ein Gas. Gastank fehlt und noch so ein Elektro-Dingens, Kirschens. Und wenn wir jetzt mal wirklich jetzt dahin gehen, wo es sein sollte, wäre es jetzt genau hier ungefähr. Dich wird niemand vermissen. Genau hier. Aber hier ist nichts, hier ist einfach nichts. Glaube ich wohl die längste Jagd nach den ganzen Dingern hier. Es hat auch noch nie so lange gedauert. Normalerweise war das immer so schön offen und so. Da konnte man immer schön sehen, wo man gerade ist und was noch gerade frei ist. Aber mit so einem riesen Turm ist es einfach nur noch... Richtig, es ist einfach nur noch scheiße. Weil man so komplett total den Überblick verliert, wo dann jetzt nur noch was ist. Also ich war ja schon hier oben, ich war überall unten, ich war hier oben auf dem komischen Turm, ich bin schon um den Berg von uns, wo die Verankerung ist, ringsherum geflogen. Mein einzigster... Ja. Hammer. So, jetzt gucken wir uns noch schnell mal hier um. Seht ihr, hier ist auch nichts. Außer ein Gegner. Und tschüss. Nee, jetzt. Nicht euer Ernst, oder? Ich war doch hier oben. Ich war die ganze Zeit hier oben. Das müsste reichen. Und wenn das jetzt die beiden Dinger sind, ja, dann fress ich einen Besen. Das waren sie. Das gibt's doch nicht. Ich war doch hier oben.
UVK 13, diese Waffe ist jetzt freigeschaltet und wird in der Rebellenabflüsse angezeigt. Aber wir haben jetzt unser Raketenwerfer. Leon, weiter. Bazooka Wahnsinn 1, neue Herausforderung. Sirocco Skis Tour, neue Herausforderung freigeschaltet. 355 Ansiedlung befreit. Ich bin nicht mal ins Schwitzen gekommen. Ja, dafür ich so langsam. Ich bin bald wahnsinnig geworden, weil ich hier nichts gefunden habe. Aber jedenfalls haben wir jetzt das hier freigeschaltet. Und hoffentlich hat es auch wieder gefallen. Und ja, demnächst wird dann wieder ein Let's Play Part von Just Cause 3 rauskommen. Und ich bin bald mit Sudeki fertig. Das heißt, ein neues Spiel wird sich vielleicht anbahnen. Aber das werden wir noch sehen, wie sich das alles ein bisschen entwickeln wird. Deswegen erstmal wieder danke fürs Zuschauen von... Seid gegrüßt, Bürger. Vigilator Suit war nicht wirklich schön, oder? Unser geliebter General sah das auch so. Deswegen wurde es komplett entfernt. Naja, zum größten Teil. Aus alt mach neu, sage ich immer. Man muss dafür sorgen, dass alles tipptopp ist. Viva Medici! So, endlich hat er aufgehört zu quatschen, der Typ. Also irgendwie ist der Wingsuit noch nicht so ganz, wie ich es mir gerne wünsche. Oder wahrscheinlich bin ich das einfach nur. Alles in Gätze. Danke wieder fürs Zuschauen und auf jeden Fall bis zur nächsten Folge, Leute. Tschüss, tschüss.